Peace, Friends. Heute gibt es wieder einen Brandcheck und zwar über eine deutsche Streetwear-Brand, die wahrscheinlich viele von euch noch nicht auf dem Schirm haben. Ich folge denen, glaube ich, so ungefähr ein Jahr oder sowas schon auf Instagram und habe da bisher sehr, sehr viele wilde Sachen gesehen. Und deswegen bin ich einfach mal in die DMs geslidet, habe gesagt, ich habe Bock, ein Video über eure Marke zu machen, bin aber broke as fuck. Und dann dachten die sich so, yo, Bruder, hier, hasse fünf Sachen. Und deswegen sind wir heute hier und ich kann euch die Sachen zeigen. Wie immer natürlich ganz normale Brandcheck-Bewertungen. Gibt jetzt hier keine Pluspunkte, weil ich das for free zugeschickt bekommen habe. Und da ihr den Brandcheck mittlerweile eigentlich alle kennen solltet, würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem Packaging an. Beim Packaging kriegen wir einen Hartkarton und jedes Piece ist in so einem Zip-Bag eingepackt. Auf den Zip-Bags stand jetzt nichts drauf, ob das irgendwie recyceltes Plastik oder sonst irgendwas ist. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es normales Plastik ist. Und ein Geschenk wie bei 6PM Feuerzeug oder ähnliches gab es jetzt auch nicht dazu. Deswegen gibt es hier beim Packaging 4 von 5 Punkten. Da machen wir direkt weiter mit der Qualität und da habe ich echt wirklich nichts zu meckern. Die ist wirklich einfach insane. Wir haben hier erstmal 90% des Sortiments in Portugal produziert und die Sachen, die in Portugal produziert wurden, die sind wirklich 10 von 10 von der Qualität. Also da gibt es nichts Besseres, was ich bisher in meinen Händen hatte. Allein bei dem Hoodie haben wir 550 GSM Loopback Cotton, also wirklich High-High-High-Level-Shit. Also da kommen viele, viele andere Streetwear-Marken nicht mal annähernd ran, was hier an Qualität geliefert wird. Zusätzlich hat der Owner der Brand mir auch noch ein paar Videos zugeschickt, wie die ganze Produktion so abläuft. Also einfach ein paar Videos aus der Fabrik in Porto, wo die produzieren. Und da ist mir im Hintergrund vom Video auch noch aufgefallen, dass die ein oder andere Designer-Marke genau in der gleichen Fabrik produziert. Ich will jetzt hier erstmal keine Namen nennen, weil ich nicht weiß, ob er damit so fein wäre, wenn ich euch das jetzt hier einfach leake, welche Designermarke in der gleichen Fabrik produziert. Aber darum soll es jetzt auch nicht unbedingt gehen. Auf jeden Fall wirklich, die Qualität ist insane, Leute. Also die Sachen, die in Portugal produziert wurden, wirklich 10 von 10. Es gibt noch einen kleinen Anteil, wie zum Beispiel Jacken, Outerwear etc., die dann in China, Türkei etc. produziert werden. Die haben auf jeden Fall auch eine richtig, richtig gute Qualität. Aber Leute, die Sachen aus Portugal, da ist wirklich Maximum Level. Besser geht es nicht. Deswegen hier bei der Qualität 5 von 5 Punkten. Dann kommen wir auch direkt zur Nachhaltigkeit und da habe ich auch sehr wenig zu meckern. Wie gerade schon erwähnt, 90% der Artikel werden in Portugal produziert. Das heißt, wir haben so ungefähr einen Anteil von 10%, die dann in China, Türkei etc. produziert werden. Deswegen gebe ich hier auf jeden Fall nicht die kompletten 0,5 Punkte Abzug bei der Nachhaltigkeit, weil hier einfach nur ein ganz, ganz kleiner Teil noch in China ist. Aber muss man natürlich erwähnen, wäre natürlich nachhaltig gesehen besser, wenn das alles komplett in Portugal produziert werden würde. Aber das ist preisthematisch ein bisschen schwierig, die Sachen auch noch in Portugal zu produzieren, weil ich glaube, da würden ja wir als Kunden dann nicht so happy sein, wenn dann die Preise für die Winterjacken dann doch mal ein bisschen teurer werden. Dazu wird auch kein Organic Cotton verwendet und es gibt auch keine GOTS-Zertifizierung, aber alle anderen Sachen sind sehr, sehr stabil. Wir haben auch keine Mischwaren, außer bei dem Mohair Polo, aber ja, 100% Mohair ist halt auch sehr schwierig im Streetwear-Bereich, muss man einfach ehrlicherweise sagen. Und ansonsten, wie gesagt, keine Mischwaren, entweder 100% Nylon, 100% Baumwolle etc., 100% Polyester. Deswegen hier auf jeden Fall sehr, sehr solide bei der Nachhaltigkeit, gibt aber natürlich noch so ein paar Punkte, die man theoretisch verbessern kann, wenn man auf die maximale Nachhaltigkeit gehen will. Und deswegen gibt es hier 2,75 von 5 Punkten bei der Nachhaltigkeit. Dann sind wir auch beim Design und da fange ich direkt mal mit dem T-Shirt an. Wir haben hier so ein ja Off-White cremefarbenes Oversize-T-Shirt mit einem Printing drauf. Das müsste ein Siebdruck und ein Puffprint sein. Also das Schwarze ist, glaube ich, Siebdruck und der Rest ist ein Puffprint. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Sehr geiler Look, sehr geiler Stoff vor allem. Also der fühlt sich richtig, richtig gut an. Und wir haben hier Moskets typisch. Also das ist wirklich bei jedem Piece eigentlich fast der Fall. Deswegen gehört das so ein bisschen zu Brand-DNA, würde ich sagen. Hinten noch so ein Moskets-Label einfach eingenäht. Sieht wirklich sehr, sehr clean aus. Das heißt, wir haben das hier nicht innen, sondern außen bei jedem Produkt, was ich wirklich sehr, sehr nices Design-Element finde. Und ansonsten wirklich sehr, sehr nicer Fit, sehr geiler Stoff. Wir haben hier sehr schöne Drop-Shoulders. Die Länge ist auf jeden Fall auch sehr nice. Ich habe hier eine L, könnte theoretisch auch noch auf eine M gehen, wenn ich es noch ein bisschen kürzer haben möchte. Und deswegen sehr, sehr wildes T-Shirt und wir machen direkt weiter mit Produkt Nummer 2 und das ist der Hoodie. Und da muss ich sagen, wirklich das ist insane von der Qualität. Fangen wir erstmal an. Vorne haben wir einen Puffprint drauf. Archive Dreams hier vorne als Puffprint drauf. Wirklich sehr, sehr nicer Look. Der Stoff fühlt sich insane an, Leute. Wirklich das. So muss das sein von der Qualität her. Innen drin, wie gesagt, dieses French Terry Loopback Cotton 550 GSM. Also da merkt man richtig, was das für ein dicker Stoff ist. Also das ist wirklich richtig, richtig wildes Ding, muss ich sagen. Und hier auch wie bei dem T-Shirt hinten das Tag, was dann unter der Kapuze ist. Das heißt wirklich rein brennt, brennt.
DNA-technisch natürlich, weil bei einer Kapuze lohnt sich designtechnisch natürlich jetzt nicht so viel, jetzt so darin zu investieren, dass man hier unter der Kapuze noch was hat. Da kann man das sich eigentlich in der Regel sparen, weil die meisten Leute das dann eh natürlich so tragen und ja, das macht die Marge nur kleiner, aber hier finde ich es nice, dass das komplett durchgezogen wird und wirklich dieses Teil einfach immer drin ist. Und was gibt es hier sonst noch zu sagen? Wir haben hier sehr, sehr nice einen Fit. Ich habe hier wieder eine L, Drop Shoulders, Länge ist auch sehr nice und ich hätte auch noch auf eine M runtergehen können, dann hätte ich noch einen kürzeren Fit, ein bisschen mehr Crop. Das heißt, das geht auf jeden Fall auch. Kapuze ist auch sehr nice von der Größe. Wir haben hier auch natürlich diese unsichtbare Naht, nicht diese Doppelnaht, wie es bei diesen Billig-Brands, sage ich mal, hauptsächlich gemacht wird. Also wir haben hier wirklich sehr, sehr nice Qualität, sehr nice Fit und auch ein sehr cooles Artwork, was ich finde sehr, sehr nice, harmoniert mit dem Blau und das ist es zum Hoodie. Dann machen wir direkt weiter mit einem wirklichen Highlight-Piece, muss ich sagen, und das ist der Mohair Polo. Ihr seht es schon, wirklich richtig, richtig krasses Ding. Gibt es auch noch mal in einem Blauton. Im Blauton finde ich den sogar noch eine Ecke stärker, weil das ist natürlich so ein Basic-Ding, das kannst du immer rocken, das passt immer zu allem gefühlt und ja, die haben auch noch einen blauen, wirklich in so einem knalligen Blau wie das Ding hier und da muss ich sagen, der Blaue wirklich insane, insane und ja, was soll ich sagen, wir haben hier einen Mohair Polo, einmal Moscats hier vorne, den Brandnamen einfach drin, ansonsten komplett clean, bis auf wieder den Moscats Tag hinten dran im Nacken. Das heißt, das wird wirklich komplett durchgezogen einheitlich und das ist wieder eine L hier. Ihr seht ja wieder ein Fit-Video eingeblendet. Ich finde den Fit wirklich sehr, sehr strong, fällt mir richtig gut, hält auch sehr, sehr comfy warm. Das heißt, auch jetzt für die letzten Wintertage noch kann ich den definitiv empfehlen, euch den mal auszuchecken und wirklich sehr, sehr nices, krasses Ding und finde ich wirklich sehr cool, dass eine Brand auch sowas macht und nicht nur auf ja Hoodies, T-Shirts mit irgendwie Siebdruck, Print etc. geht. Und da sind wir auch schon bei Piece Nummer 4 und das ist ein Fleece Polo, könnte man denke ich mal sagen. Und hier gibt es jetzt auch nicht wirklich viel zu erwähnen. Wir haben vorne einmal ein Moscats Stick schön drauf, dann hinten auch natürlich wieder hier diesen Moscats Tag hinten im Nacken. Dann, ihr seht, hier noch so ein paar Piping-Nähte etc. Wirklich sehr, sehr cool gemacht. Und vorne einfach, wie gesagt, dieser Polo-Kragen. Ansonsten nicht wirklich noch mehr hier drin verbaut. Außer halt, wie gesagt, dieses Piping hier hinten, wenn man das so nennen kann. Und am Ärmel auch nochmal. Das heißt, wir haben hier so ein paar Ton-in-Ton-Design-Elemente, die das Piece noch auf jeden Fall ein bisschen aufwerten, aber jetzt nicht so krass in your face sind und gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das Ding hier übrigens 100% Polyester, was ich wirklich sehr, sehr nice finde, dass das dann jetzt nicht auch hier noch eine Mischfaser rausgemacht wurde. Und ja, Baumwolle kannst du nun mal nicht nehmen. Wenn du ein Fleece machst, dann musst du halt Polyester nehmen. Aber wie gesagt, hier keine Mischfaser, finde ich sehr nice und wirklich sehr, sehr cooles Ding, sehr comfy Teil, kann man sich auf jeden Fall immer mal überschmeißen und hält auf jeden Fall gut warm und mehr gibt es zu dem Kollegen jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Dann sind wir auch bei Piece Nummer 5 und das ist eine, ja, Pufferjacke, Bomberjacke, wie auch immer ihr es jetzt nennen wollt, auf jeden Fall auch einen sehr, sehr coolen Look. Und die hier habe ich in einer M zugeschickt bekommen und ich muss sagen, vom Fitting her auch wirklich sehr, sehr wild. Aber ich fange erstmal bei den Details an. Wir haben hier so aufgesteppte Taschen bzw. aufgenähte Taschen. Seht ihr auf jeden Fall auch dann nochmal gleich im Fit-Video. Hat wirklich einen sehr, sehr nice Look. Dann Custom Puller, die auf jeden Fall auch sehr wild aussehen. Mit dem Moscats Logo drauf. Wir haben oben und unten ein Zip. Dann ansonsten, ihr seht ja schon, die Steppungen sind ein bisschen schräg. Genauso hinten auch. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles Muster, muss ich sagen, auch wieder der Moscats Tag hinten drauf. Das heißt, wirklich komplett bei allen Produkten wird das durchgezogen. Finde ich sehr, sehr nice Design-Element. Wir haben hier 100% Nylon. Das heißt, hier hat wirklich auch noch diese Nylon-Optik, was ich sehr, sehr geil finde vom Look einfach. Und der Schnitt ist wirklich richtig, richtig geil. Ihr seht es ja im Fit-Video eingeblendet. Richtig schöner Crop-Boxy-Schnitt, also richtig puffy auch. Und wirklich sehr, sehr geilen Fit, sehr geilen Look. Habe ich auch nicht zu meckern bei der Jacke. Also nochmal kurz zusammengefasst, wir haben hinten im Nacken immer dieses typische Moscats Design-Element, einfach dieses Nackenlabel außen angebracht und nicht innen, was ich wirklich sehr, sehr cool finde. Und wir haben wirklich sehr, sehr geile Schnitte, richtig schöne Drop-Shoulders, schönen Boxy-Cut. Plus, was ich auch immer sehr, sehr geil finde, ist, wenn eine Marke nicht einfach diesen Standardweg geht und yo, wir bringen jetzt Hoodies und T-Shirts mit irgendwie Print raus, sondern auch ein paar andere Sachen, sei es jetzt Jacken, sei es jetzt Fleece-Produkte oder auch sowas wie hier, ja, einfach so Mohair-Produkte finde ich wirklich sehr, sehr geil, wenn eine Marke sowas rausbringt. Deswegen hier auf jeden Fall dicken, dicken Respekt, dass sowas gemacht wird. Weil natürlich Hoodies, T-Shirts kann man immer rausbringen. Da hat man nicht das Problem, dass die Kunden vielleicht keinen Bock haben, das Produkt zu kaufen. Man hat nicht das Problem, dass man sich irgendwie beim Entwickeln darum kümmern muss. Yo, wie macht man jetzt sowas? Wie zum Beispiel hier beim Polo Mohair-Produkt, den Kragen. Da wird natürlich sehr, sehr viel Arbeit reingesetzt, dass das Produkt am Ende wirklich sehr wild rauskommt. Und ist natürlich einfach in der Entwicklung deutlich, deutlich teurer, als wenn man jetzt einfach nur T-Shirts und Hoodies rausbringt. Deswegen gebe ich hier auch beim Design 5
von 5 Punkten. Dann kommen wir auch direkt zur Preis-Leistung. Da kostet das T-Shirt 60 Euro. Der Hoodie liegt bei 95 Euro. Der Mohair Polo, das Mohair Polo, liegt auf jeden Fall bei 110 Euro. Genauso auch das Fleece-Polo-Shirt. Und die Bomber-Puffer-Jacke kostet 200 Euro. Also sind wir preislich schon in einem etwas teureren Segment unterwegs. Aber wir haben ja auch wirklich High-High-Quality-Produkte. Und dafür ist der Preis echt sehr, sehr fair bemessen. Allein wenn man jetzt den Pulli mit zum Beispiel Peso Rawls vergleicht, ist die Qualität hier auf jeden Fall nochmal eine Ecke besser. Also wirklich, man merkt hier definitiv einen Unterschied. Und da sind wir preislich echt sehr, sehr fair dabei. Deswegen gebe ich hier bei der Preis-Leistung auch 4 von 5 Punkten. Somit kommt Moskitz hier auf ein Gesamtrating von 4,15 von 5 möglichen Punkten. Und ich muss sagen, wirklich eine sehr, sehr wilde Brand, die ihr auf jeden Fall mal auschecken solltet. Denn ich glaube, dass da in Zukunft noch sehr, sehr viele wilde Produkte einfach released werden. Ich merke, die Marke hat Bock, auch mal ein paar neue Sachen auf den Markt zu bringen. Sei es jetzt die Fleece-Produkte oder zum Beispiel der Mohair Polo. Wirklich sehr, sehr wilde Produkte, die hier immer mal wieder an den Start kommen. Und deswegen bin ich umso gespannter, was in Zukunft bei Moskitz noch so rausgebracht wird. Und worauf ihr auch gespannt sein könnt, ist auf eins von diesen beiden Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!